Willkommen, liebe Leute, bei einem weiteren Dinge da draußen. Und ja, es ist wieder Gründüngung. Ihr seid gewarnt worden, es ist die Gründüngungszeit. Ich habe da die besondere Freude, das wird ein bisschen ausführlicher dann betrachtet werden, dieses Pflänzchen. Das ist nämlich der echte Lein und das ist ein Superstar wie der Hanf. Wieso das so ist, das erzähle ich euch nachher natürlich noch genauer. Schauen wir aber trotzdem vorher, was da so noch umeinander steht. Wir haben da wieder das Ramtilkraut. Das Ramtilkraut, bin mir sicher, ich werde es irgendwann nur in Blüte herzeigen können. In der Regel kommt es zwar bei uns nicht zur Blüte, weil es bald anfriert, aber meistens finde ich ein, zwei Felder, die was so bald angebaut worden sind, dass dennoch Blüten herzeigbar sind. Erstens ist es schnell wachsend. Ist gewollt, so wie zum Beispiel der Buchweizen, wenn es darum geht, dass man schnell den Boden schließt aus Unkrautunterdrückung. Also wenn da schon was wächst, dann kann nicht irgendwie ungewolltes Kraut aufgehen, um nicht Unkraut zu sagen. Aber in der Landwirtschaft geht es eben darum, gewisse Kräuter sollen nicht unbedingt da aufgehen, weil sie einfach für die Verarbeitung für die Hauptfrucht oder für den Wuchs der Hauptfrucht ungut sind. Und da wird geschaut, dass schnell was da steht und da ist das Ramtilkraut zum Beispiel sehr beliebt. Das nächste, was beliebt macht, ist, dass Fruchtfolge neutral ist oder zumindest relativ Fruchtfolge neutral. Soll bedeuten, es ist so, dass wenn auf einem Feld eine gewisse Pflanzengattung anbaut wird, wird dann als Folgefrucht nicht dieselbe Pflanzengattung hergenommen. Warum? Also sagen wir mal, da ist jetzt Gründüngung Leguminosen, also Hülsenfrüchte, dann wird nicht im nächsten Jahr da irgendeine Hülsenfrucht angesetzt als Hauptfrucht, weil natürlich, wenn da jetzt als Gründüngung irgendeine Hülsenfrucht wächst, dann ist das natürlich eine Einladung für Schädlinge, die was auf Hülsenfrüchte spezialisiert sind, dass sie sich da ausbreiten, ansammeln und vermehren. Sei es jetzt irgendwelche Fadenwürmer, sei es Viren oder irgendwelche Bakterien oder Pilze. Das ist natürlich nicht geschickt, wenn ich das über einen längeren Zeitraum fördert. Drum keine Folgefrucht auf der gleichen Gattung. Dann gibt es eben Fruchtfolge neutrale Gründüngung und das Ramtilkraut und die Rheinfarnfasilie, also die Bienenweide, ihr kennt sicher, werden wir auch noch sehen, gehören da dazu. Das Ramtilkraut, eine Ausnahme wahrscheinlich, fällt mir da jetzt ein. Ich bin mir sicher, auf dem Feld werden praktisch im nächsten Jahr keine Sonnenblumen stehen, weil das Ramtilkraut ist ein Korbblüter und Sonnenblumen sind Korbblüter, also das würde man praktisch nicht machen. Super Sache, also wir haben praktisch einmal die Unkrautunterdrückung gehabt. Wir haben durch diesen Schnellwuchs bzw. überhaupt durch den Bewuchs, auch das ist ja ein Hauptanliegen von der Gründüngung, einen Erosionsschutz. Also wenn es jetzt recht schüttet und regnet, dann gibt es da einen Schwemmschutz, dass nicht Nährstoffe ausgeschwemmt werden und weggespült werden. Das kann natürlich dann besonders wichtig sein, wenn ein Feld abschüssig ist, also auf einem Hang ist, weil wenn da das Wasser die ganze Zeit durchrinnt und es steht nichts drauf, also es ist braun wie da, dann könnt ihr euch vorstellen, was da für Schwemmaktionen und Ausschwemmaktionen passieren. Auch deshalb Gründüngung. Und auch Beschattungsschutz bzw. Wind- und Sonnenschutz dient wieder als Schutz gegen Austrocknung. Wenn ein Feld brach da liegt, trocknet das stärker aus und auch in die Tiefe, wie wenn das Ganze bestückt und begrünt ist. Also all das, ihr seht, also das hat tatsächlich eine ziemlich große und fette Bedeutung, die was sie uns gar nicht erschließt, weil wir da nicht einmal darauf hingewiesen worden sind. Okay, Ramtilkraut haben wir jetzt gesagt, tolle Sache, weil auch in der Fruchtfolge kein Problem. Jetzt habe ich mich, warte mal, jetzt habe ich mich ein bisschen, das in Lein, das echte Lein möchte ich mir nachher noch in Ruhe anschauen, aber irgendwas habe ich mir gedacht, ist mir noch wichtig, dass ich sage. Ja, vielleicht fällt es mir nachher noch ein, verzeiht es.
tun wir noch weiter, bevor wir zum echten Lein gehen. Was da herinnen steht, mir hat letztens ein Arbeitskollege gesagt, ja, voll komisch, bei uns haben sie jetzt auch nochmal einen Mais ausgesät. Ah, da habe ich gesagt, glaube ich fast nicht, der wird ja nichts mehr. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich glaube schon, dass du einen jungen Mais stehen gesehen hast. Also das da mag ja wie Mais ausschauen, ist aber wahrscheinlich ein Sorghum, also ein Hirseort. Auch das wird ganz gern wegen dem Wurzelphänomen, also dass das Ganze vom Wurzelsystem gut im Boden zerkrümelt, gern mit anbaut. Dann haben wir da herinnen ein bisschen an Klee, habe ich gesehen, aber ganz minimal, also das sind wahrscheinlich wenige Prozent in der Mischung gewesen. Klee gehört zu den Leguminosen. Da ist so wenig herinnen, dass ich mir jetzt nicht wetten traue, dass wir da nicht im nächsten Jahr dann trotzdem irgendein Hülsenfrüchte anbauen dürfte. Aber das weiß ich nicht, das würde ich euch dann sagen können im nächsten Jahr. Und jetzt, weil da muss ich eher ein bisschen ausholen oder kommt ein bisschen mehr, schauen wir sie in echten Laien an. Ihr werdet das auch unter dem Namen Flachs kennen. Und wie gesagt, Superstar wie Hanf, weil multifunktionell und universell in verschiedensten Richtungen einsetzbar. Und das Ganze damals schon seit einigen tausend Jahren. Also ich glaube, die ersten Funde, wenn ich mich richtig erinnere, so irgendwie, da war es wahrscheinlich nur die Wildform, aber doch schon gesammelt und menschlich verwendet vor 7000 Jahren vor Christus, also da sind wir jetzt bei 9000 Jahren. Das ist schon mal eine Ansage, also der begleitet uns schon lang. Wird genutzt, fangen wir mit dem Namen Flachs an, also flachsene Kleidung, sagt man fast nicht mehr, wir kennen es eher dann als Leinenkleidung, wird eben aus den Fasern des echten Leins gewonnen, den was wir eben da haben, ist ein relativ aufwendiger Prozess, wo Längsfasern und Kurzfasern, also Langfasern und Kurzfasern anfallen, die Langfasern werden eben dann zu Stoffen verarbeitet. Und das Nebenprodukt Kurzfaser wird technisch verwertet, weiß ich nicht, also Dämmstoffe und solche Sachen. Also Kleidung wie beim Hanf kann man machen. Dann, wie ihr vielleicht auch wisst und selber schon oft genug gegessen habt, die Samen, die was in diesen Kapselfrüchten drinnen reifen, da tue ich uns jetzt einmal das Zoom ein bisschen rein. Ja, wisst ihr was, bevor wir da schon so eine schöne Blüte haben, bevor wir zur Frucht kommen, schauen wir sich die Blüte an. Die Blüte, jetzt weiß ich auch wieder, was ich vorher vergessen habe. Wenn solche Gründüngungspflanzen angebaut werden, so wie da eben der echte Lein oder da Senf, wirst du scharf, oder da nochmal Rettich, dann hat es auch einen Nebeneffekt, einen gewollten, dass das Ganze natürlich jetzt auch im Herbst nur Bienenweide ist. Also gerade da jetzt sind wir wieder beim echten Lein, wenn wir sich das anschauen, ist eine zwittrige Blüte. In der Mitte sehen wir, wie das sich mit meiner Kamera nicht, eine keulenförmige Narbe und rundherum stehen die unscharfen Staubblätter. Und in der Mitte unten im Kelch wird Nektar angeboten. Also das ist tatsächlich für Bienen und Co. alles, was Nektar und Pollen braucht, eine wertvolle Pflanze und kann auch jetzt im Herbst praktisch noch Nahrung bieten. Und wenn ich da für Bienen sprich, wir haben ja dann gleich einmal unsere Honigbiene im Kopf, geht in der Regel dann im ökologischen Vorrangsflächenbereich nicht darum, dass die Honigbienen und die Imker irgendwie im Herbst nur ein Extrageschäft machen können, was ihnen vergönnt wäre, sondern darum, dass Wildbienen ernährt werden und eine Lebensgrundlage haben. Also auch wenn sie irgendwelche Bienenweiden anbaut, findet sie an Feldrändern und so, geht es nicht um die Honigbiene, sondern in der Regel um Wildbienen. Aber da haben wir eben zwittrige Pflanzen, ist aber nicht angewiesen auf die Bestäubung durch Insekten, sondern Selbstbestäubung ist die Hauptbestäubungsfunktion, aber es kann natürlich dann auch Bestäubung durch Insekten passieren. Wann Bestäubung passiert ist, werden eben solche Kapselfrüchte gebildet
Und die sind fünfkämmerig, also wenn man das jetzt, ich hab's erst probiert, das ist noch so frisch, dass es mir zermanscht. Also das, ich kann euch da jetzt noch keine Leinsamen oder irgendwas sagen. Ich muss das glauben. Also das sind diese Kapselfrüchte, wenn man das durchschneidet, wird man sehen, dass es fünf Kammern gibt und in jeder Kammer gibt es zwei Samen. Und diese Samen kennen wir eben aus Leinsamen. Tolle Sache, weil, und da sind wir jetzt wieder bei Verwandtschaft Hanf, stark ölhaltig, also man kann Speiseöl draus pressen, man kann so essen, man kann mit einer backen. Sogar, da vielleicht nochmal erste ökologische Ding von der Pflanze, was sie sich gedacht hat dabei, die Samen, also die Leinsamen, die Haut, da sind Quellstoffe enthalten. Wenn das runterfällt und feucht wird, dann werden die praktisch schleimig, matschig, so dass, wenn irgendwas vorbeirennt, das leicht kleben bleibt und dann mittragen wird. Also eine Ausbreitungshilfe, diese Schleimstoffe die in der Samenschale. Für uns wieder, und das ist der medizinisch anerkannte Einsatz, bei Verstopfungen, dann kann es helfen, wenn solche Samen, muss man halt dazu ausreichend Wasser nehmen, kann helfen, dass das Ganze wieder ins Rutschen kommt sozusagen. Eben dasselbe Ding, die Samen, die quellen auf und die Haut, die wird schleimig und durch dieses Schleimige wird praktisch alles ein bisschen geschmiert und dann hat man einen Klick, wenn man einen Klick hat und es flutscht wieder. Also auch praktisch medizinisch anwendbar und im Einsatz solche Samen, in dem Fall jetzt vom echten Lein, für unsere Gesundheit. Also multifunktionelle Pflanze von der Gründüngung, da wird es eben eingesetzt wegen der Wurzeln. Das ist, ich kann probieren, die ist angefeuert. Da erwische ich nichts, wenn das Ding verfault ist. Schau mal da her. Ja, die ist mir leider abgerissen. Aber es ist praktisch auch so eine dünne, aber sehr lang werdende schmale Wurzel. Und auch die Idee ist dann praktisch, sollte den Boden lockern und aufbrechen. So schaut die Pflanze, wenn ich die schon ausgerissen hat, im Ganzen aus. Ja, lasst es mir überlegen, da ist auch nochmal Leguminose herinnen, also irgendeine Wicke ist da angebaut, blüht noch nicht, aber für die Blätter sieht man das da, also das ist eine typische Wicke. Auch da praktisch Hülsenfrüchte und Stickstoffbindung. Ja, das einmal zu diesem Gründüngungsfeld. Ich bin mir sicher, einmal werden wir noch Gründüngung machen, ein paar Pflanzen haben wir noch nicht gesehen. Und irgendwas fällt mir dazu wahrscheinlich auch nochmal ein, was man brauchen kann. Aber dann bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.